Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit der Inkubation, also mit dem Ausbrüten von Leopardgecko-Eiern. Leopardgeckos legen ihre Eier normalerweise in feuchten Bereichen des Terrariums ab. Es wird in aller Regel die feuchte Höhle sein. Geckos graben da einfach ein Loch, legen die ein bis zwei Eier rein, normalerweise sind es zwei Eier als Doppelgelege, graben das wieder zu und das war es dann auch schon an Brutfürsorge. Die gehen dann wieder. Manchmal sind die Bedingungen im Terrarium so gut, dass dort sogar Jungtiere schlüpfen können, aber dort trocknet auch immer wieder das Substrat aus, die Temperaturbedingungen stimmen vielleicht nicht ganz oder es wird zu feucht, weil man zu viel Wasser nachgießt. Deswegen sollte man die Eier wirklich unter kontrollierten Bedingungen inkubieren, also ausbrüten. Dazu nimmt man erstmal ganz vorsichtig die Eier raus. Die Eier werden normalerweise weiß sein, die werden weich sein, aber auch relativ prall. Also muss man keine Angst haben, dass die einem in der Hand sofort zerbrechen. Die haben so eine ledrige Hülle und sind dadurch auch relativ robust. Es gibt ein paar wesentliche Unterschiede zu so einem Hühnerei, das wir kennen. Das eine habe ich gerade schon gesagt, das ist, dass die keine harte Schale haben, sondern eine weiche. Und das zweite ist, wenn man schon mal so ein Hühnerei gekocht ist, in der Mitte durchgeschnitten hat, da weiß man, dass das Eigelb hier ziemlich in der Mitte sitzt. Das wird von so einem Spindelapparat gehalten und das hält dann das Eigelb in der Mitte. Das ist eine Schutzfunktion, weil in so einem Nest werden die Eier relativ viel hin und her bewegt. Bei Reptilien gibt es das natürlich nicht. Die werden einmal abgelegt und dann bleiben die in aller Regel einfach ruhig liegen und bewegen sich nicht mehr. Beim Reptilienei ist es so, dass eine Keimscheibe an die höchste Stelle des Eis hochsteigt und dort festwächst. An dieser Keimscheibe wird sich der Embryo bilden und die Keimscheibe wird umgeben vom Dotter und von anderen Elementen, die das Ei schützen und ernähren. Gerade wenn man so ein Ei mit einer Taschenlampe durchleuchtet, Fachausdruck dafür ist schieren, also wenn man das Ei schiert, dann kann man diese Keimscheibe sehen. Wenn man das ein paar Tage später nochmal probiert, dann kann man sogar schon sehen, dass das Ei so ein bisschen rosa leuchtet oder man kann sogar schon erste Blutgefäße sehen. Das heißt, da bildet sich wirklich ein Blutsystem. Und das wird als Embryogenese bezeichnet. Das heißt, da fängt dann wirklich an, ein Embryo zu wachsen. Wenn man dann nochmal ein paar Wochen wartet und dann nochmal durchleuchtet, dann kann man so einen dunklen Fleck im Ei sehen. Und dieser dunkle Fleck ist dann tatsächlich der Embryo, der sich dort bildet. Und wenn man Glück hat, kann man sogar sehen, wie der sich da drin bewegt. Ja, der soll ja gute Bedingungen haben. Zwei Bedingungen sind besonders wichtig. Das eine ist die Temperatur. Das heißt, die Eier brauchen einfach eine gute Temperatur. Und das zweite ist die Luftfeuchte oder die Substratfeuchte, in der dieses Ei dann liegt. Reden wir erstmal über die Temperatur. Es hat sich bewährt, dass man solche Brutmaschinen verwendet. Ich habe jetzt hier eine von Bruya, das ist eine der am häufigsten verwendeten Brutmaschinen. Die ist aus so einem Thermalschaumplastik, nennt sich das, glaube ich. Fühlt sich an wie Styropor, hat aber den Vorteil, dass es einfach eine sehr gute Isolationseigenschaft hat und dass es vor allem auch nicht so schnell brennt. Da läuft über viele Monate unter Umständen ein Heizkabel drin, da sollte man schon gut auf die Sicherheit achten. Also deswegen, da würde ich nichts zu günstiges kaufen, da sollte man wirklich gucken, dass man sich Qualität holt. Ja, im Inneren kann man sehen, dass diese Brutmaschine zwei Sichtfenster hat. Man sieht hier so ein rotes Kabel, das ist einfach das Heizkabel, das dafür sorgt, dass die Wärme auf die Eier transportiert wird. Weil hier die Wärme quasi aus einer Fläche nach unten strahlt, werden die auch als Flächenbrüter bezeichnet. Das heißt, man hat hier wirklich auf einer großen Fläche die gleiche Temperatur. Jetzt kann man hier in der Mitte noch was sehen, das ist ein Temperaturfühler. Der wiederum ist verbunden mit einem Thermostat und das Thermostat sorgt dafür, dass wir immer die gleichen Temperaturbedingungen haben. Es gibt unterschiedliche Modelle. Bei den einen Modellen muss man über einen Drehrad einstellen, wie die Temperatur sein soll. Das ist dann einfach sehr wichtig, dass man auf Höhe der Eier die Temperatur misst. Man nimmt dafür am besten einfach ein Thermometer, dass man direkt neben die Eier legt, weil bei diesen Flächenbrütern, das kann man sich glaube ich vorstellen, je näher man an das Heizkabel rankommt, desto wärmer wird es und je weiter man weggeht, desto kühler wird es. Deswegen, da soll man muss man einfach aufpassen. Hier bei diesem digitalen Modell ist es so, dass man einfach über Tasten die Temperatur einstellen kann und den Temperaturfühler, hier ist so eine kleine Schraube, den kann man einfach runterdrehen, bis der auf Höhe der Eier ist. Und auch dann hat man wieder die Sicherheit, dass man die Temperatur auch auf Höhe der Eier gemessen hat. Wichtig ist, dass man diesen Temperaturfühler nicht beschädigt oder nicht verbiegt. Das heißt, man muss immer gucken, dass da nicht hier so eine Inkubationsschale drunter liegt, damit da nichts passiert. Ja, welche Temperaturen stellt man überhaupt ein? Bei Leopardgeckos ist es so, dass man das Geschlecht der Jungtiere über die Inkubationstemperatur bestimmen kann. Bei niedrigen Temperaturen, so um die 26 Grad, schlüpfen ganz überwiegend Weibchen. Wenn man in höhere Bereiche geht, bei 31 Grad beispielsweise, da schlüpfen fast nur noch Männchen. Ich verwende normalerweise, wenn ich Weibchen inkubieren möchte, 27,5 Grad. Da kann es schon auch passieren, dass mal ein Männchen mal schlüpft, aber relativ selten. Hat aber den Vorteil, dass durch die etwas höheren Temperaturen die Eier auch schneller ausgebrütet werden.
Wie gesagt, das ist von der Temperatur abhängig, auch wie schnell die Tiere schlüpfen. Bei hohen Temperaturen kann es schon nach 40, 45 Tagen der Fall sein. Bei niedrigen Temperaturen kann das 60, 65 Tage oder auch noch ein bisschen länger gehen. Also das ist davon einfach abhängig. Genau, damit haben wir dann die Temperatur schon recht gut im Griff. Man kann also, oder man sollte wirklich regelmäßig gucken, stimmt die Temperatur noch, wurde vielleicht was verstellt, weil wenn die Temperaturen deutlich zu hoch oder deutlich zu niedrig sind, dann führt es zum Absterben der Embryonen, das wollen wir natürlich nicht. Ja, also wie gesagt, darüber ist die Temperatur reguliert. Das zweite, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist die Feuchtigkeit, das ist die zweite ganz grundlegende Bedingung, die erfüllt werden muss. Ja, es hat sich sehr, sehr bewährt, dass man Vermiculit oder Perlit verwendet. Das hier ist Vermiculit, das ist Perlite. Die werden als trockene Substrate geliefert und die muss man anfeuchten. Das ist bei beiden relativ simpel. Man muss ungefähr die gleichen Gewichtsanteile Wasser zum Substrat dazugeben und dann hat man eine gute Feuchtigkeit. Wichtig ist, dass man das Wasser gut untermengt und dass man das einfach gut durchrührt und dann hat man ganz gute Bedingungen. Wenn man das schon ein paar Jahre macht, dann kann man sogar dieses Gefühl einschätzen, da muss man schon gar nicht mehr abmessen oder abwiegen, sondern man drückt es einfach zusammen, das Vermiculit. Und wenn kein Wasser mehr rauskommt, dann stimmt es von der Feuchtigkeit. Es fühlt sich dann so krümelig feucht an, sagt man. Aber ja, am Anfang geht zur Sicherheit lieber, nimmt eine Waage, wiegt das Ganze ab und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Beim Perlit ist es so, das kann man nicht drücken, um zu sehen, ob es noch feucht genug ist. Da gucke ich normalerweise einfach auf den Rand. Wenn es da noch so einen kleinen Wasserniederschlag gibt, dann weiß man, okay, es ist auf jeden Fall noch feucht genug. Wenn man mal merkt, dass es zu trocken ist, dann kann man das Ganze auch anfeuchten oder nachfeuchten. Es ist nur wichtig, dass man das nicht am Schluss der Inkubation macht. Da wird es dann nämlich für den Embryo schon relativ eng in dem Ei und wenn dann einfach noch viel Wasser dazu kommt, dann steigt der Druck nochmal im Ei und dann kann es passieren, dass der Embryo abstirbt. Ansonsten kann man aber auch einfach gucken, wenn die Eier anfangen einzufallen, also wenn die so ein bisschen schrumpelig werden in den ersten Wochen der Inkubation, dann einfach noch ein bisschen Feuchtigkeit nachgeben, nicht viel, einen kleinen Teelöffel oder so, einfach um die Luftfeuchte nochmal zu erhöhen und dann erholen sich die Eier in aller Regel auch sehr schnell und werden wieder schön prall. Ich verwende hier solche Boxen, die man luftdicht verschließen kann. Hat für mich einfach den Vorteil, dass nicht so viel Wasserdampf rausgeht. Natürlich braucht auch das Ei immer wieder einen Gasaustausch, da muss Sauerstoff rankommen. Aber ich gucke alle paar Tage sowieso nach den Eiern, nehme den Deckel ab, gucke mal nach den Eiern, ob da alles okay ist. Und das reicht auch schon für einen Gasaustausch aus. Wenn ein Ei nicht befruchtet ist oder wenn es andere Probleme gibt mit dem Ei, dann kann es passieren, dass die sehr stark einfallen und man bekommt die auch nicht mehr gerettet, indem man nachfeuchtet. Und meistens wächst dann auch sehr schnell Schimmel. Das ist dann ziemlich sicherer Hinweis darauf, dass der Embryo gestorben ist oder das Ei nicht mal befruchtet war. Und diese Eier sollte man dann schnellstmöglich rausholen. Man will natürlich nicht, dass die Schimmelsporen auch auf die anderen Eier übergreifen. Ja, wenn einem das zu kompliziert ist, gibt es auch hier schon so vorgemixte Substrate. Die haben den Vorteil, jetzt die Feuchtigkeit gleich schon mit drin. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Die reißt man auf, macht die in die Inkubationsbox und legt die Eier dazu. Also das, gerade für den Anfang, die haben sich auch ganz gut bewährt. Manchmal bin ich faul und nehme die auch. Also ist keine Schande, man darf die verwenden. Ja, die Eier selber, man macht kleine Kuhlen in das Brutsubstrat und legt die Eier rein, dass sie so ungefähr zur Hälfte eingegraben sind in das Substrat. Und das war es eigentlich auch schon. Man kann die Eier natürlich noch beschriften, man kann mit einem weichen Bleistift rangehen und beispielsweise das Datum draufschreiben, aber ganz ehrlich, ich mache das kaum. Was ich gelegentlich tue, ist, dass ich auf den Deckel mit einem Edding mir einen Punkt drauf mache, dass ich weiß, okay, dieses Ei wurde am so und so vielten oder von dem und dem Weibchen gelegt. Aber auch das, ja, müsst ihr euch überlegen, wie genau ihr da die Daten haben wollt. Ja, und wenn man die Eier hier in diesem Brutsubstrat hat, dann gibt man sie in die Brutmaschine hinein und da muss man eigentlich nur noch abwarten. Beim Einstellen der Brutmaschine, das habe ich vorher noch verschwiegen, auch da lohnt es, dass man da ein bisschen Zeit rein investiert, dass man die schon mal Probe laufen lässt, bevor man die ersten Eier in die Brutmaschine legt, weil auch die braucht eine ganze Zeit, bis sich die Temperatur dort richtig eingestellt hat. Dazu sollte man übrigens die schon so voll machen, wie sie später mal sein wird, mit solchen Brutbehältnissen, weil die haben natürlich einen Einfluss auf das Klima in dieser Brutbox. Je mehr drin ist, desto weniger Energie braucht auch die Brutmaschine. Also ja, da gebt euch da einfach die Zeit, die habt ihr in aller Regel, dass hier erstmal die idealen Brutbedingungen sind, bevor ihr dann auch die Eier reinlegt. Was wichtig ist,
ist, dass ihr Geduld habt. Es macht keinen Sinn, wenn ihr die ganze Zeit die Eier in die Hand nehmt oder die ganze Zeit am Leuchten seid, tut sich schon was. Die Eier brauchen ihre Zeit und ich kann euch leider da auch keinen Tipp geben, wie ihr das beschleunigen kann. Da müsst ihr einfach Geduld haben, da müsst ihr einfach abwarten. Wenn es dann zum Schlupf kommt, das ist dann auch ganz spannend, vor allem wenn man es auch mal sieht. Bei Vögeln ist es so, die haben natürlich einen Schnabel und die können sich mit diesem Schnabel aus dem Ei rauspicken. Die Möglichkeit haben die Geckos natürlich nicht. Da muss sich die Natur was einfallen lassen. Und zwar hat sich bei den Geckos, haben sich so Eizähne gebildet. Die sind wirklich nur in der Zeit da, bis der Gecko geschlüpft ist. Danach fallen die wieder ab. Und mit diesen Eizähnen bewegen sich die Geckos so hin und her und ritzen damit langsam diese ledrige Eischale ein. Wenn man mal so ein Ei sieht, aus dem Gecko geschlüpft ist, dann sieht man, sind so richtige Schnitte drin. Das heißt, der Gecko, der perforiert das so lange, der schneidet das so lange dran rum, bis er da eine Öffnung hat, aus der er rauskommen kann. Wenn ihr seht, da gucken Köpfchen aus dem Ei raus, lasst es bitte ganz in Ruhe. Auch die Geckos müssen sich erstmal umstellen auf Lungenatmung. Die werden ja anfangs auch, wie auch Säugetiere, über den Bauchnabel versorgt. Das muss sich erstmal langsam umstellen. Das heißt, die Geckos brauchen ihre Ruhe. Ich mache das normalerweise so, wenn ich sehe, dass ein Gecko geschlüpft ist oder am Schlüpfen ist, den lasse ich dann wirklich für 1 bis 2 Tage noch in der Brutmaschine, mindestens aber über Nacht, weil dann weiß ich, es ist alles gut abgeschlossen, er ist gut draußen. Sobald er anfängt, ganz aktiv durch die Brutmaschine zu laufen, dann kann man ihn rausnehmen und kann ihn dann in ein Aufzuchtbecken setzen. Aber bis dahin sollten die wirklich ihre Ruhe haben, das ist ganz wichtig. Wenn euch irgendwann mal auffällt, dass ihr immer wieder Probleme habt mit Eiern, die absterben, dann gibt es so ein paar Dinge, auf die ihr achten solltet. Oftmals stimmt die Luftfeuchtigkeit im Substrat nicht. Müsst ihr einfach nochmal gucken. Vielleicht ist es dauerhaft zu feucht, vielleicht ist es dauerhaft zu trocken. Messt da einfach nochmal nach und guckt, ob das auch wirklich alles stimmt. Was auch immer wieder ein Problem ist, sind Weibchen, die nicht ausreichend versorgt sind. Das kann beispielsweise daran liegen, dass die nicht genügend Vitaminpulver hatten, dass die zu wenig zu fressen hatten in der Zeit, in der sie die Eier herangebildet haben. Also wenn ihr immer wieder aufs Neue Probleme habt mit Eiern, die nicht befruchtet sind oder die einfallen, die euch kaputt gehen während der Inkubation, dann achtet da drauf. Ja, ich hoffe, das sind die wichtigsten Tipps. Geht auf meine Homepage. Ich habe Sachen vergessen. Die werde ich euch dann nochmal unten drunter schreiben. Da könnt ihr nochmal gucken. Und ansonsten wünsche ich euch einfach unheimlich viel Erfolg bei der Inkubation.